Ein Thema geht gerade leider unter vor lauter Corona, das Lobbyregister. Seit 10 Jahren verspricht die Bundesregierung schon ein verbindliches Lobbyregister. 10 Jahre. Aktueller Stand, es droht schon wieder zu scheitern. Wohlgemerkt, ist ganz wichtig, Lobbyismus an sich ist völlig in Ordnung, gehört dazu. Aber wir Bürger müssen schon erfahren, welche Lobbyisten welchen Einfluss auf welche Entscheidungen nehmen. Transparenz halt. Außerdem sollten natürlich alle Lobbyisten gleich guten Zugang zur Politik haben. Und jetzt raten Sie doch mal, bei wem Letzteres so gar nicht klappt. Hallo zusammen. Wussten Sie, wie viel Zeit und Arbeit notwendig sind, um einen Bund Möhren zu erzeugen? Was meinen Sie? Hallo, ich möchte mit Ihnen über Möhren sprechen. Ja, egal was die Frau sagt, es klingt immer nach Homeshopping. Foodwatch hat die Möhrenministerin übrigens jetzt verklagt. Man will sie zwingen, für einen bestimmten Monat alle ihre Lobbykontakte offenzulegen. Dazu gab es neulich schon mal eine kleine Anfrage der Grünen. Und ein Teil der Antworten könnte die Bevölkerung verunsichern. In der Vergangenheit konnte gezeigt werden, dass Julia Klöckner sich hauptsächlich mit Vertretern der Wirtschaft, also mit Lobbyisten aus Wirtschaftsverbänden und von Unternehmen getroffen hat und fast gar nicht mit Verbraucherschutzverbänden oder Umweltschutzverbänden. Ja, natürlich nicht. Die riechen streng. 2018 hat sich Klöckner unter anderem mit dem Schokoriegelkonzern Mars getroffen. Immer wieder mit Bauernverbänden. Aber was Einzelgespräche angeht, wohl nullmal mit Umwelt- oder Verbraucherheinis. Auf eine Art verstehe ich es ja. Ich meine, die einen haben Präsentkörbe mit Wurst dabei. Die Foodwatch-Typen immer nur schlechte Laune und Unterstellung. Frau Klöckner ist als Ministerin neutral und setzt sich natürlich genauso für Bauern ein wie für, sagen wir mal, uns Verbraucher. Ich sag's ganz offen, ja klar. Natürlich bin ich Lobbyistin für Landwirte. Ach so, ja klar. Bei dem Satz haben sich viele Ferkel vor Wut selber kastriert. Aber es war immerhin ehrlich. Lobbyistin der Bauern. Und das stimmt ja. Sie hat gerade erst die neue Pflanzenschutzmittelverordnung um 1,5 Jahre verzögert. Stichwort Insektensterben. Sie hat dafür gesorgt, dass die Pfandpflicht für Milch, wenn überhaupt, frühestens 2024 kommt. Und nicht schon wie geplant in diesem Jahr. Und. Tatsächlich hat die Frau Klöckner eine ganz harte Tür. Da kommst du als Lobbyist wirklich nur rein, wenn du zum Beispiel nachweisen kannst, dass du für den Bauernverband arbeitest. Ja, und natürlich alle, die für Nestlé arbeiten, ist ja klar. Ist ja logisch. Will sagen, ein verbindliches Lobbyregister wäre schön nach 10 Jahren Streit. Es droht aber zu scheitern. Unter anderem, weil CDU und CSU nicht wollen, dass es auch für die Beamten und Mitarbeiter in den Ministerien gilt. Die aber, und jetzt kommt's, im Gesetzgebungsprozess die eigentliche Arbeit machen. Union und SPD haben sich verhakt und jetzt kommt's vielleicht gar nicht. Ganz kurz gab es, wissen Sie mal, Hoffnung. Letzten Sommer, als Philipp Amthor durch falsche Freunde auf die schiefe Lobbybahn geraten ist. Da hat sogar die Union gesagt, hier muss was passieren. Jetzt schläft alles wieder ein. Was sagt man dazu? Ja, lol, ey. Genau, lol. Weitere Haken beim GroKo-Gesetzentwurf. Er basiert, Überraschung, viel zu sehr auf Freiwilligkeit. Der Lobbyist, die Lobbyistin soll eintragen, mit wie viel Aufwand und Budget seinen Laden lobbyiert. Aber wenn er oder sie da keinen Bock drauf haben, wissen Sie, was dann passiert? Und wissen Sie, was die schärfste Sanktion ist, wenn man sich für die Option entscheidet, die Auskunft nicht zu erteilen? Die Verweigerung eines Hausausweises, sprich der freie Zugang zur Kantine des Parlaments wird verweigert, meine Damen und Herren. Boah, das ist hart. Junge, Junge. Also hätte ich nicht gedacht, dass die so weit gehen. Meine Transparenz gut und schön, aber das geht ja schon in den Bereich Menschenrechtsverletzung. Der Bundestag. Lange der perfekte Ort für Hinterzimmermauscheleien. Skrupellose Lobbylurche schreckten nicht mal davor zurück, unschuldige Kinder in ihre dreckigen Geschäfte mit reinzuziehen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wer nicht alles offenlegt in unserem Lobbyregister, ihr könnt mich mal, verliert seinen Hausausweis. Das könnt ihr nicht machen. Oh doch. Nächste Woche ist Jägerschnitzelwoche. Ohne dich. Das neue Lobbyregister. Ab jetzt essen wir die alle selbst. Das ist tough. Gesunder Lobbyismus geht nur transparent. Heute war in Berlin wieder Wirecard-Untersuchungsausschuss. Sie können ja mal googeln, wie viele Ex-Politiker für diese Verbrecher lobbyiert haben. Oder hier, anderes aktuelles Lobbybeispiel,
Corona-Hilfen, wer die kriegt und wer nicht. Die Autoindustrie kriegt 5 Milliarden Staatshilfe, wegen Corona irgendwie. Und dann meldet VW gerade 10 Milliarden Gewinn für 2020. Der Lobbyismus, fordere ich, muss endlich raus aus der Schmuddelecke. Hier heimlich gedrehte Bilder von einer illegalen Karnevalsparty. Willkommen zur Sitzung unseres Karnevalvereins, die fidelen Lobbyisten. Ein fröhliches Lobby-Lobby. Hallo! Wir ehren heute das Glöckner-Julchen, die mit Abstand beste Ministerin in der GroKo. Gerd, da wurde ja kein Witz. Ach, du Brotbügel, sie sehe ich doch. Julia Glöckner, eine Laudatio in Reimen. Willst du Einfluss in Berlin? Bei ihr bekommst du einen Termin. Ob Bauer, Winzer, Wurstbaron, jeder von uns war da schon. Ich auch? Nee, du nicht, du Hippie, verpiss dich. Ruf Julia an, ein bisschen schwätze, schon macht sie dir top Gesetze. Der Laie fragt sich, was kann die? Ist die noch schlechter als der Scheuer Andi? Ja, von wegen, was die Frau alles für uns getan hat. Die Säue stehen im Kastenstand, noch 8 Jahre länger, Gott sei Dank. Gerd? Gerd, da hätte gleich rumgezogen. Im Kauflandspot, beim Boss von Nestlé. Für solche Jobs ist sie die Beste. Ob Essensampel, Zuckersteuer, das wird doch alles viel zu teuer. Das stoppt uns Jütchen stets adrett. Und unsere Kinder bleiben fett. Gerd, wie sieht denn aus? Brrrr. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los. Na los, du Scheißpferd. Hey!